Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Die epische Gewölbewarteliste wartet auf meinen Hexenmeister, um das tägliche Astral zu verdienen. Und Burg Never, oh Gott, hier war ich ja, war ich mit meinem Hexenmeister überhaupt jemals schon in Burg Never? Ich guck mal eben, mit wem wir hier so sind. Luca, der Waldläufer mit 30251. Kann ich nicht lesen. Hexenmeister 208. Olisha, noch ein Hexenmeister 24,4 und Arkanox mit 28,5. Also Luca ist ja eindeutig der allerhöchste von allen. Und die sind auch schon alle weg hier. Das läuft gut. Cutscene, die man nicht wegklicken kann. Ja, immer wieder gern gesehen. Nicht. Gut, es wird halt erklärt. So ein bisschen am Ende, wenn man sie zu Ende guckt und dann sogar noch bleiben würde. Zwischen den beiden kommt jetzt ein Gummiband, das einen mit einem anderen Spieler zusammenzieht. Und bumst man zusammen, dann knallt's. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Die sterben ganz einfach. So, hinein. So, einmal übers Feuerchen gehen, Buff mitnehmen und hinein. Na? Die anderen sind noch im Ladescreen. Dauert noch. Oh, wir haben sogar einen Neuling dabei. Es gibt einen Neulingsbonus am Ende. Mehr Astral, finde ich gut. Finde ich gut. Und diesmal habe ich auch keinen Bonus durch Tank oder Heiler. Ich bin ja als DD hier. Mein Hexenmeister kann ja nur, wenn das überhaupt kann, Schaden austeilen. Werden wir ja sehen. Ich bastel ja noch an meinem Hexenmeister so ein bisschen rum. Aber das, dadurch, dass wir so viele Hexenmeister hier sind, geht das jetzt gar nicht mal so langsam, sondern eher schnell. Wobei der grüne Kreis ist eher Heilung als Schaden. Ja, wobei, egal. Hauptsache weg. Weg, 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 weg. Na komm. Jep. Und geh weg. Ist noch einer da? Da. Wo kommt der denn her? Sie versteckt gehabt, was? Also sind alle Gegner weg, kann man auch durch. Vorher ist da diese Barriere, daher wusste ich, dass noch irgendwo ein Gegner sein sollte. So, 5 Spalten, jeder nur ein Spalt, wobei pure Heiler oder so sollten möglichst mit dem DD zusammengehen. Das kann sonst etwas dauern, also selbst wenn die nicht sterben oder so, dann kriegt die Gegner nicht so schnell weg. Hängt natürlich von der eigenen Stärke, Gegenstandsstufe und so weiter ab, aber ihr seht, so kann es auch gehen, relativ zügig. Als erster im Spalt, als erster draußen, die anderen sind aber irgendwie hinten dran. Mit 60%, 20%, 40% nur Abgrundspalte 4. Jetzt muss ich mal abzählen, welche wäre es denn 4? Ach, geht jetzt auch los. Okay, dann warte ich, die schaffen das schon. Dann warte ich hier einfach, bis die ihre Abgrundspalten erledigt haben. Dann sind sie nämlich alle wieder hier und wir können durch diese Tür durch. Wobei jetzt gerade sich diese Prozentzahlen überhaupt nicht bewegen. Okay. Zack, 20%iger Sprung und fertig. Das geht dann doch ganz schnell. Lalala. Wobei die letzten 20% erwartet man dann wieder. Ich sehe sie da alle rechts noch. Die Namenseinblendung. Ah, jetzt, ja, so, jetzt kann ich die Tür drücken. So, da sind zwei Gruppen Untoter. Immer drauf, immer drauf, immer drauf. Da macht es nur die Menge der Gegner. Nicht, weil die so hart sind, sondern weil es so viele sind. Und dann kommt auch schon der dicke wilde Watz mit zwei Feuereichhunden. Oh, 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 weg, 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 weg. Ich wollte weg. Bin aber nicht weg. Ich stehe da immer noch richtig, ja. Ja, ja, gut. Ich habe mir extra die vampirische Umarmung eingepackt, die mir einfach Leben selber wiedergibt, die ich von den Gegnern absaugen kann. Dann bin ich nicht ganz auf die Heilung der anderen angewiesen, aber okay, so. Ich bleibe auch in der Skillung. Kein Bock jetzt irgendwas zu verändern. Ja, irgendwer bastelt noch an seiner Skillung. Okay, es geht los. 5, 4, 3, 2, 1 und gib ihm. Wieder eine Szene, die man nicht skippen kann. Ich muss mir Talgard, den Unsterblichen, jedes Mal wieder angucken. So, hier rüber gehen. Ah, ja, Gummiband. Ich wollte es gerade sagen. Der direkt neben mir stand, hatte Gummiband. Wir sind zusammengeknallt. Das war ein Tod.
läuft bei mir, läuft. Also, es wird kein Super Run. Na komm, komm, komm. Genau, ein bisschen auseinanderstehen macht immer Sinn, wenn man diese Gummibänder nämlich hat, so wie jetzt. Dann kann man dem auch ausweichen, wenn wir wie eben beim Reinrennen direkt nebeneinander stehen und dann so ein Gummiband abkriegen. Das ist eigentlich ein sofortiger Tod. Oder man hat halt wirklich so viele Hells, dass man es aushält, aber selbst dann ist man kurz vor knapp dabei. So, der ist hinüber, das ging doch ganz ordentlich. Ich habe immer noch Hoffnung, Luca war ja irgendwie über 30.000 Gegenstandsstufe und ist ein Waldi. Das kann ganz gut reinknüppeln. Jupp, die Gruppe ist fertig. Jetzt sind wir so im Gang mit vielen kleinen untoten Grüppchen und am Ende kommt dann der dicke wilde Watz. Luca ist schon wieder da vorne. Unser mystischer Held will sich gleich den Boss greifen, während wir hier noch mit den Untoten kämpfen. Wobei Lukas Hells gerade runtergeht, wenn ich links oben an den Rand gucke. Oh, er ist tot. Siehst du, das kommt davon. Warum muss man ganz alleine dann nach vorne gehen? Das ist doch ein Teamspiel hier. Wir könnten doch alle als Gruppe da hingehen, an den dann platt machen, oder? Nein, dann muss er alleine vorrennen. Ja gut, das ist okay. Das war dann sein Tod. Ja, gut. Türchen auf, weiter. Ich liebe dieses Fliegen von Maximeister. Es geht schön lange und ist schön schnell. Finde ich gut. So, hier sind eigentlich nur kleine Grüppchen von Untoten. Wichtigster davon ist dieser Hexenmeister, weil der beschwört halt immer wieder neue und macht so Bereichsattacken. Ist der weg, ist der Rest nur noch klein Scheiß. Also, da muss man dann eigentlich nichts mehr machen. Ist so eine Gruppe erledigt, öffnet sich die Invisible Wall, dass man hier durch kann. Vorher geht das gar nicht. Und auch da steht wieder ein Hexenmeister rum. In jedem Raum ist ein Hexenmeister, den immer erledigen. Der Rest ist dann noch gesocks, was ganz easy fällt. Nächster Raum wieder mit Hexenmeister, der immer ganz hinten steht. Das ist immer so. Da ist er. Immer drauf jetzt. So, Höllenfeuerring drauf. Da zack, zack, zack. Alles klar. Okay, Feuerchen. Buff abholen. Und zum nächsten anklickbaren Portal watscheln. So, wir müssen wieder uns sammeln. Oh, ich merke, die sind ja hier aus derselben Gilde. Bin ich hier der einzig Fremde oder sind die anderen? Ne, die anderen sind auch noch aus anderen Gilden. Na gut. So, alle da. So, mal gucken, wie wir mit dieser Herausforderung klarkommen. Das ist so eine Plattform und in der Mitte dieses grüne leuchtende Ding, da ist hochgiftig und wir müssen 20 Untote abhalten, diese Sphäre aufzuladen. Jeder Untote, der reingeht, lädt diese Sphäre auf. Sind zu viele drin, denn explodiert diese Sphäre, füllt den ganzen Raum mit Gift, ist instant tot für alle. So weit wollen wir es nicht kommen lassen. Allerdings, wenn auch jetzt schon mehrere von diesen Untoten da reingehen, dann gibt diese Sphäre so einen Impuls ab, der auch schon Leute töten kann. Aber wenn wir schnell genug diese 20 töten und keiner davon diese Kugel erreicht, dann sind wir safe. Das hat jetzt auch gut geklappt. Und wir werden hier wieder rausgesogen. So. Treppchen laufen. Oder schweben. Ich bin der Schwebschwager vom Schwibschwager oder so. Ja, Treppe hoch. Ein Drehwurm jedes Mal hier. Hier kann man wieder seine Skillung ändern, wenn man was machen will. Und nächste Tür anklicken, um zum nächsten Zwischenboss zu gelangen. Der Illidilich. Okay. Man sieht unten auf der Minimap die Spieler so langsam eintrudeln. Natürlich fehlt wieder einer. Los geht's. Styler, der Illidilich. So, Höllenfeuerring drauf. Gibt gleich zwei sogar.
Und immer drauf. Noch habe ich die Aggro, aber wir haben ja auch einen Tank dabei, der wird die mir gleich abnehmen. Ich war ja auch der Erste, der den Schaden gemacht hat, dann hat man immer die Aggro, aber der geht jetzt richtig fix runter, würde ich mal so sagen. Und weg. Ja, das war cool. Kann man machen. Also normalerweise, wenn der Kampf länger dauert, Akanok schreibt auch LOL, fliegt man zur Decke, kämpft da weiter, wieder zum Boden, hin und her und hin und her und so. Das haben wir jetzt alles übersprungen. So, und hier jetzt schön am Rand, erst rechts, dann links, dann wieder rechts, um diese Untoten auf dem Boden nicht aufzuwecken. Weil wenn man darüber läuft, dann wachen die alle auf und man hat Kämpfe gewonnen, die man eigentlich gar nicht machen müsste. So, ich habe mit keinem gekämpft, keiner ist aufgewacht, man geht jetzt einfach weiter und ist bei dem nächsten Invisible Wall angelangt. Es müssen alle hier sein und wir haben keinen aufgeweckt. Manchmal gibt es dann so einen Bug, dass denn nicht die Cutscene kommt. Ich gehe einfach wieder raus. Manchmal reicht es, wenn man jetzt wieder reingeht. Manchmal muss man aber auch halt die Untoten killen, die in diesem Raum dann sind. Das sieht so aus. Ich mache das mal. Ich wecke die mal eben auf. Leute, aufstehen, sterben. Juhu. Immer drauf. Und weg. So. Die sind hinüber. Jetzt gehe ich wieder rein. Muss noch der letzte reinkommen. Ja, jetzt kam die Cutscene, die ich wegklicke. Und den Gang einfach lang und nicht lange in diesem roten Bereich da. Also grün-roten Bereich, rot unten, grün da drüber. Weil dann verliert man Leben. Also durchrutschen, durchspringen, durchfliegen, was auch immer. Möglichst nicht lange in diesem giftigen Bereich aufhalten. Hier ist so ein Punkt, da treffen sich zwei Kugeln. In der Mitte ist man safe. Ich warte immer, ob die Spieler gleich weiterrennen oder ob sie hier erstmal sammeln wollen. Er will weiterrennen. Dann machen wir das auch hier in die Ecke hinten gehen. Hier fliegen keine giftigen Kugeln lang, weil mit den Gegnern kämpfen und die giftige Kugel abkriegen. Ist aua. Das wollen wir nicht. Also in der Ecke bekämpfen. Und schon ist man beim letzten Feuerchen vom fetten Endboss angelangt. Das lief ja relativ reibungslos, bis auf diesen Gummiband-Tod von mir. Der Gummiband ist halt doof. So, es kommt auch keiner. Das heißt, die haben keinen weiteren aufgeweckt. Auch da kann man ja sich noch mit Gegnern anlegen, muss es aber gar nicht, wenn man den Weg hier, den ich gegangen bin. Also, gucken wir mal, was Orkus so kann. So, jeder seine Skillung gewechselt, seine Kräfte eingepackt. 4, 3, 2... 1 und Orkus. Auch da gibt es eine Cutscene, die kann ich wegklicken. Und mache ich auch, um ihm gleich was auf die Mütze zu geben. Natürlich immer cool, wenn die Leute sich denn vernünftig positionieren. Kampfvorteil, also rechts und links davon. Und immer drauf. Der Tank hat mir auch schon die Aggro abgenommen. Und Orkus rieselt so richtig fix runter. Das war doch easy. Schöner Run. Der gefiel. Find ich super. So, ich darf sogar zwei Truhen öffnen. Nichts drin. Oh, Antlitz des Blutfürsten. Oh, optische Verwandlung, okay. Und mächtiger Dämonenschlüssel. Nee, das ist ja nichts. Oh Gott. Wird nicht besser. 5-7, okay. Gucken wir mal eben nach... Okay... 18 mit 12 Billionen von Luca. Luca war der Waldläufer mit 30-2-5 Waldhüter. Hat Unhold geschmiedete Sachen angezogen. Okay. Boah. 126.000 Kraft. Okay, ganz nett. Nice. Was habe ich denn überhaupt? Ich weiß nicht, was mein Hexenmeister hat. Ich muss mich selber mal untersuchen. 29,3. Okay. Ja, mit nur 107.000 Kraft und nichts auf 60.000 wie er sonst so. Und Kampfvorteil da 80.000. Ja, da bin ich drunter. Glück gehabt, würde ich mal so sagen. Dann haben wir noch Olisha. Die war doch auch ein Hexenmeister mit 24,2. Okay, 24,2 Hexenmeister. Hat aber fast so viel Schaden gemacht wie unser 30.000er Waldläufer. So kann es halt manchmal kommen, aber
Letzten Endes ist egal, wer 1, 2 oder 3 ist. Hauptsache, jeder hat seinen Anteil am Schaden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.